Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu Total War Saga Thrones of Britannia. Wir stehen kurz davor, den, ja, letzten Endes ultimativen Sieg zu erringen. Wir haben jetzt gleich den langen Ruhmsieg hier, dauert nicht mehr lange, wird es nur noch ganz, ganz kurz dauern. Und dann müssen wir nur noch die letzten Wikinger hier verdellen und dann haben wir es in der Tasche. Und das mit dem Ruhm könnte unter Umständen jetzt schon in der nächsten Runde der Fall sein. Und das mit den Wikingern wahrscheinlich kurz danach, sofern ich mich nicht verguckt habe und es noch irgendwo nicht mehr andere Wikinger gibt. Derzeit glaube ich, dass es nur noch auf Irland Wikinger gibt. We will see. Das Lustige ist, dass wir das Spiel im Grunde eigentlich komplett gemacht haben, ohne irgendwelche Missionen zu machen. Aber ich finde die Missionen hier in dem Spiel auch teilweise total übertrieben, denn du bist so dermaßen damit beschäftigt, deine eigene Heimatländereien zu verteidigen. Da ist es teilweise völlig ausgeschlossen, dass man bestimmte Dinge hier erobert. Die dann teilweise mit irgendwelchen Königreichen zu tun haben, die mit einem friedlich irgendwie in Verbindung stehen. Man muss sich nicht noch mehr Feinde machen. So, das ist jetzt dessen Ende. Einer der letzten Wikingerkönige. Eieieiei, schlecht für ihn. Und vorbei. Ja, ich nehme seine Männer. Ich erreiche meine volle Kraft. Damit ist die Fraktion Wikinger offiziell ausgelöscht. Wir haben zwei Level-Ups. Hier, ja, dem gebe ich ja nochmal einen Priester. Mir gefällt irgendwie nicht, dass seine Loyalität so weit unten ist. Der bekommt noch einen Quartiermeister. Und wir können wieder forschen. So, jetzt haben wir das Maximum hier geforscht. Jetzt können wir das hier machen. Ne, wir können jetzt das hier machen, die Rekrutierung. Plus 50 von der maximalen Anzahl von Schwert- und Axtinfanterie in der Rekrutierungsgruppe. Das finde ich gut. Das erforschen wir. Wo stehen wir mit dem Ruhme? Da stehen wir jetzt bei 531 und wir brauchen noch einen einzigen Punkt und dann haben wir den Ruhmsieg. Okay, das ist lustig. Die Männer wollen endlich loslegen. Die Männer wollen komischerweise immer erstmal richtig loslegen. Also das, die scheinen da nichts anderes zu kennen, als so richtig loszulegen. Keine, die ja, wir rücken dorthin vor. Wir rücken jetzt da hinein. Das will sich hier Fingale gerade eben holen. Oder hat es gerade eben schon ausgeplündert, aber ich besetze es jetzt einfach. Tja, das war's. Durch Gewalt lässt sich ein Sieg erzielen, aber ein dauerhaftes Vermächtnis sichert einen Platz in der Geschichte. Euer Königreich ist treu, euer Volk zufrieden. Es gedeiht durch euer Werk. Dies ist der Beginn eines goldenen Zeitalters. Gelehrte strömen in eure Länder. Wissenschaft und Kunst blühen auf. Euer Name und eure Errungenschaften werden in der Geschichte verewigt werden. Lang lebe der König. Tja, das dürfte jetzt der Ruhmsieg sein. Ja, langer Sieg Ruhm haben wir jetzt abgeschlossen, wie ihr seht. Und jetzt, machen wir noch. Ja, wir konnten unseren Ruhm derart vergrößern, dass die Bewohner Britanniens glauben, unsere Könige seien die Verkörperung legendärer Helden. Dies wurde in den Annalen festgehalten, auf das wir nie vergessen werden. Kaufleute und Barden tragen diese Geschichte in vielen fremde Länder und Königreiche weiter. Der Großteil des Hofes feiert unsere Heldentaten, doch ein Mitglied des Hofes mahnt zur Vorsicht. Die Kunde über unser wohlhabendes Königreich wird auch viele mögliche Feinde erreichen. Das kann man wohl nur als Paranoia abtun, oder? Die Auswirkungen dieser Ereignisse werden in den späteren Runden zum Tragen kommen. Okay. Es gibt also, die rechnen also damit, dass es spätere Runden gibt. Schule von Ros. Oh, cool. Jetzt, wie gesagt, steht uns eigentlich nur noch eine einzige Sache vor. Wir haben jetzt das hier gemacht, wir haben das hier und das hier. Wir haben den kurzen Eroberungssieg, wir haben den kurzen Ruhmsieg, wir haben den langen Ruhmsieg. Jetzt fehlt nur noch der ultimative Sieg. Das heißt, tschüss, Wikinger! Und so viele sind das nicht mehr. Die Männer wollen endlich loslegen. Deswegen greifen wir jetzt die hier an. Attacke. Wir werden uns verteidigen. Ja, ja, ihr werdet euch verteidigen, auf jeden Fall. Unverzüglich. Jawohl. Ich fühle mich jetzt schon bedroht. Entschuldigung für diesen Zynismus. So, das muss ich jetzt hier reparieren. So, dala. Unser aller Feind fällt. Die
muss gleich nochmal gucken, wo es überhaupt noch Wikinger gibt. Schauen wir mal. Fraktion Wikinger. Ne, das ist das Falsche. Da wollte ich drauf gucken. Das sind Gälen. Das sind Waliser. Das sind Wikinger, die haben wir jetzt als Feinde. England sind definitiv keine, das sind Engländer. Fingal sind Wikinger. Galgeudel sind definitiv keine Wikinger. Was? Das sind Seekönige der Wikinger? Fuck my life! Okay, wir haben noch richtig Stress vor uns. Oh mein Gott, warum seid ihr denn Seekönige der Wikinger? Seit wann ist Galgeudel Seekönige der Wikinger? Das sind Walisen. Das dürfen Engländer sein. Die Nordmänner. Ja, ja. Noch mehr Wikinger. Povis. Das sind Waliser. Seisilvik. Das sind auch Waliser. Südsachsen dürften auf jeden Fall Engländer sein. Okay, wir haben einen richtig unangenehmen Nachbarino. Das wird noch eine richtig harte Schlacht mit den Galgeudels. Ach du Kacke, ich hab die ganze Zeit. Das macht doch aber überhaupt gar keinen Sinn. Seit wann sind denn das Seekönige der Wikinger? Wie ist denn das passiert? Das waren doch Ewigkeiten. Dachte ich eigentlich auch. Gälen oder sowas in der Art. Ich werde immer bekannter. Okay. Ich dachte, wir werden diese Runde, diese Folge fertig. Ich habe mich vollkommen geirrt. So schnell wird es nicht passieren. Okay, das heißt aber für uns, dass wir einen verdammt guten Grund haben, nochmal so 32 Armeen auszuheben. Ja gut, übertreiben muss ich jetzt auch nicht. Rekrutierungskosten, Ansturm für Kavallerie. Finde ich ja nicht ganz gut. Die Männer wollen endlich loslegen. Gut, dann heben wir mal Truppen aus. 1, 2, 1, 2, 3 und 1, 2, 3 und 1, 2, 3, 4, 5 und 1 und ja, hier königliche Kavallerie. Zack. Eine Einheit kann ich noch irgendwo hinzuziehen. Dann nehmen wir noch mal ein paar Bogenschützen, weil die Hunde ziemlich schlechte Einheiten sind. Gut, dann mache ich dasselbe hier nochmal, denn wir haben genügend Einkommen. Zack, dann nehmen wir jetzt diesmal den Kollegen hier. Denn wir werden hier ganz viel Stress, wie gesagt, bekommen. Wir haben 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2 und dann fehlt wieder mal einer, dann nehmen wir noch einen Bogenschützen drauf. So, boah, guck mal, wie schnell die jetzt hier hoch regenerieren. Richtig gut. Zwei Armeen nochmal hochgezogen, die wir jetzt brauchen werden, um dann quasi diese Seekönige der Wikinger zu verhauen. Habe ich nicht kommen sehen. Wir werden jetzt also hier gleich ganz viele Schlachten schlagen müssen. Die Frage ist bloß, wie viele wir davon selber austragen müssen. Ja, deswegen alleine will ich deswegen mit David nicht Krieg. Ey, das wäre ja mal echt der Hammer gewesen. Sich mit David wieder in den Krieg begegnen gegen Galgeudel und dann feststellen, dass Galgeudel eigentlich der Feind ist. Und der David, der eigentlich verbündet. Das wäre so, nein! Zum Glück habe ich erstmal so grundsätzlich nö gesagt. Okay. Ja, hallo! I guess we have a problem here. Ja, da müssen wir jetzt mal manuell ran. Also, mal gucken, was der Manuel dazu sagt. Also, der muss das jetzt hier machen. Ja, ja, schlechter Wortwitz, ich weiß. Mal gucken, was unsere Artillerie jetzt auf dem Feld hier so bewirken kann. Wir werden hier eine defensive Stellung einnehmen gegen das, was sie haben. Die haben wenig Fernkampf, wir haben sehr viel Fernkampf. Und ich hoffe, dass wir diese Situation jetzt hier halten können. Das ist auf jeden Fall der Torkell. Der torkelt gleich auch so ein bisschen. It's raining man. Mhm.
Erwarte Befehle! Schildwall. Ja, Mann, warum bereit können die denn keinen Schildwall? Gut, Schildwall-Truppen ins Zentrum. Die müssen hier diesen Schildwall aufbauen, um ihn zu verteidigen. Das ist auch eine Schildwall-Einheit. Interessant. Schwertkämpfer! So, dann gehst. Wie gesagt, dann mache ich das jetzt mal so. Ich will, dass Schwertkämpfer die hier so ein bisschen abgleiten. Ja, ihr kennt das System. Ich habe das ja schon ein paar Mal gespielt. Die Schlacht wartet. Zum Kampf dann bereit. Machen wir das Ganze dann noch so. Bereit für den Krieg. Und so. Wurfspeere. Wurfspeere. Gehen dahin, die werfen dann hier so drüber, vielleicht sogar so halb auf schräg. Euren Befehl. Zumindest von Anfang die Artillerie schön zentral, damit die den hier so richtig schön den Tag versaut. Die Bogenschützen dahinter. Brandpfeile sind ja gerade nicht. Und dann gehen die Speerkämpfer dahin. Bereit für den Krieg. Der König, beziehungsweise der General geht dahin. Ich kann es sogar fast so hinstellen. Dann machen wir das sogar so. Erwarte Befehle! Nein, falsch rum. So. Habe ich jetzt noch irgendwelche Einheiten? Kavallerie, glaube ich. Kavallerie! Ja, die sollen ihr Plänklerspielchen spielen und ihr spielt euer Ich reite alles, was ein Fernkämpfer ist, Spielchen nieder. Let's do this. Ihr werdet hier die Nummer 1, ihr werdet hier die Nummer 2. Für den Rest werde ich hoffentlich keine Nummern brauchen. So, Katapulte schießen. Die Dinger treffen auf jeden Fall. Der Feind nähert sich. Was schon mal gut ist. Wir haben die Feinde entdeckt. Galoppieren. Auf, auf! Hetzt die Pferde! Wir haben die Feinde entdeckt, Kavallerie! Was sind das hier? Wikingerkundschafter gegen königliche Kavallerie. Ich glaube, ich weiß, auf wen ich mein Geld setze. Hetzt die Pferde! Reitet in den Sieg! Auf, auf! Hetzt die Pferde! Sieht jetzt schon eher halbgeil für die aus. Greift an! Ja, die versuchen jetzt irgendwie zu entkommen oder gegen zu chargen oder so ein Quatsch. So, die sterben schon hier, wie ihr seht. Der Nahkampf findet jetzt hier gleich statt. Da ist der einzige Bogenschütze. So, die sind geschlagen, die kommen nicht wieder. Jetzt gehen wir hier außen rum. Hier wurde ich jetzt gecached, warum auch immer. Was sind das, Wikingerkundschafter? Warum wurde ich jetzt hier geschnappt? Das finde ich total doof. Der Nahkampf läuft jetzt hier. Unsere Männer haben klein beigegeben. Ja, hab ich irgendwie befürchtet. Aber die sammeln sich nochmal. Boah, jetzt... Warum können die... Wieso? Wieso schnappen die die? Voll logisch. Plänkelmodus. Funktioniert perfekt. Ole, ole. So, Männer raus. Männer raus. Ja, die rennen jetzt immerhin schon mal weg. Das ist schon mal gut. So, ihr geht dahin. Ich will, dass ihr da jetzt reinschießt. Ihr werdet die Nummer 3. Ihr geht dahin. Ihr werdet die Nummer 4. Wir werden beschossen. Wappnet euch alle. So, hier rüber. Du hilfst da noch mit. Die Männer wurden besiegt. Sie verlassen das Schlachtfeld. Ja, war ja klar, dass sie schon weg sind. Nee, drüben. Versager GmbH und Co. KG. Werft. Und werft ihr jetzt? Sehr gut. In die Schlacht! Halt! Bereit! Du sollst das hier machen. Hallo? In die Schlacht! Jetzt!
Meine Fresse. Was ist jetzt los? Hä? Wurde eine meiner königlichen Reiter gerade eben hier... Hä? Ich habe, glaube ich, völlig verpasst, dass eine meiner königlichen Reiter einfach mal so verschwunden ist. Ich weiß nicht mal, wohin die verschwunden sind. Also wir schießen jetzt hier halt rein, was geht. Ne? Warum rennen die denn immer noch weg? Kettenpanzer von Karls. Oh, das soll ich lassen hier. Jetzt chargen wir denen hier in den Rücken. Also irgendwie werden die hier gerade eben ganz, ganz böse abgeschossen, meine Kavalleristen. Das ist, glaube ich, der Grund, weswegen ich hier gerade eben so krass Reiterei verliere. Meine Reiterei wird einfach platt gemacht. Schwertkämpfer! Unsere Männer haben klein beigegeben. So, ihr greift es hier mit an. Ihr geht es mit hier hin. Ihr geht mit hier hin. Ihr geht mit hier hin. Jetzt muss ich meine Restkavallerie im Grunde noch benutzen. Hier geht dahin. Ich kann ja nicht stehen bleiben, ich muss angreifen. Keine Ahnung, was jetzt gerade eben passiert, das ist nicht gut. Kavallerie darüber. Ich muss jetzt hier im Moment die da drüben auch abschießen. Das ist mega lästig, was die hier tun. Die haben wir gleich schon keinen Bock mehr. In die Schlacht. Reitet hier außen rum. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade eben passiert. So, die habe ich auf jeden Fall schon mal gecasht. Das ist gut. So, mit dem König gehe ich jetzt hier außen rum. Der macht jetzt hier auch eine schöne Keilformation. Da drüben haben wir den Nahkampf verloren. Der feindliche General ist tot. Das ist gut, dass der feindliche General tot ist. Das wird nicht gerade dazu beitragen, dass seine Männer jetzt hier mit großartiger Begeisterung noch weiterkämpfen. So, ihr schießt doch die da. So, Attacke. Unsere Krieger fliehen aus der Schlacht. Jetzt kommen die da hinten. Ich muss mich jetzt auf die da umdrehen und schießen. Warum rennt ihr jetzt doof? Also wir gewinnen die Schlacht. Das ist auf jeden Fall schon mal beschlossene Sache, aber... Ein, zwei Dinge sind so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Speerkämpfer! Kavallerie hat sie verzogen. Unsere Männer haben sich versammelt. Ah, sehr gut. Haben sie doch wieder Bock zu kämpfen. Die Schlacht wartet. Ja, jetzt muss ich den hier noch niedermachen. Die blöden Wurfspeer-Heinis. Da ist die Kavallerie. Unsere Krieger hat der Kampfgeist verlassen. So. Die haben echt hier keinen Bock mehr zu kämpfen. Unfassbar. Jo, jetzt ist die Kavallerie am Davonlaufen. Jetzt schießt er den hier noch in den Rücken. Unsere Männer haben sich versammelt. Wir haben die nur noch die davon niedermachen, diese paar Berserker. Das ist leichter gesagt, was getan ist. Tod aus der Ferne verdunkelt den Himmel. Oh, sind die schnell hier. Wie die ihre Schilde hochhalten. Was macht endlich diese ollen Berserker hier nieder? Das wird ein ganz schön schmerzhafter Sieg. Sag mal, es sind noch 8. Also Berserker sind anscheinend wirkliche Psychos. Zum Sieg! Bereit! Du musst die wirklich alle töten. Damit die aufhören. Die Männer wurden besiegt. Sie verlassen das Schlachtfeld. Die verlieren hier gegen 2 Berserker. Ja, die Einheit wird das ausgelöscht. Krass, wir haben unsere Artillerie verloren.
Das ist immer noch ein einziger. Ein einziger, den sie nicht tot kriegen. Na, endlich. Okay, ihr könnt aufhören, da jetzt drauf zu schießen. Schießt doch einfach auf, dass da drüben was wegläuft. Wir sind das jetzt noch? Zwei! Ja, nie ist klar. Unfassbar. Also das hat mich jetzt gerade eben dann doch ganz schön hart überrascht, was jetzt hier gerade eben abgelaufen ist. Wir haben richtig viele Männer verloren bei der Aktion. Insbesondere als wir die Kavallerie verloren haben, das ist mir so ein bisschen untergegangen. Aber ich weiß nicht, ob ihr das Problem auch habt, wahrscheinlich nicht. Ich habe so ein bisschen ein Problem zu erkennen, wo geschossen wird, wenn es nebenher regnet. Da verwechsel ich das irgendwie optisch teilweise mit... Oh, wir haben Glück, wir haben gar nichts verloren. Cool. Das war Glück. Da verwechsel ich das teilweise mit den Regentropfen. Also ich kann die Regentropfen nicht von den Geschossen unterscheiden. Feind im Kopf getötet, schon wieder irgendwo eine Rebellion, die mir fürchterlich auf den Keks geht. Jetzt haben wir den Schreiber, dann bekommt ihr noch einen Barde hier oben drauf. So, Angus. Ja gut, wir machen jetzt halt hier erstmal die Wikinger hier in Irland weg. Meins. Was für ein Eroberer, der Angus, ne? Und erledigt. Ich könnte die jetzt unterwerfen, will ich aber nicht. Ich besetze es. Wie gesagt, ich soll ja die Wikinger vertreiben. Sind das eigentlich auch Wikinger? Ja, das hier sind Wikinger, definitiv. Das ist der Fingale, den wir gerade eben verhauen haben. Auf dem Kriegspfad! Da komme ich leider nicht hinter drei. Meine Krieger sind unschlagbar! Aber jetzt kriege ich ihn. Und vorbei. Könnte im Grunde sein Ende gewesen sein. Also es geht voran. Ja, die Fingale sind ebenfalls weg. Unsere Tapferkeit ist legendär. Bereit und willig. So, dann gibt's jetzt nur noch ganz, ganz wenige reguläre Wikinger, die hier noch dieses kleine Armeechen haben. Schon dabei. Setzen. Jawohl. Und ansonsten haben die noch das hier. Oh Gott, das ist ja gleich mal richtig schön kaputt. Aber die haben halt ärgerlicherweise noch diese eine Armee. Oh, und jetzt haben halt... Also das wird noch hart mit den Jungs hier. Puh, da habe ich mir was vorgenommen mit dem ultimativen Sieg. Aber es ist ja schließlich auch der ultimative Sieg. Ne? Das heißt ja nicht sozusagen, es ist der Easy-Going-Sieg, sondern es ist der ultimative. Da kann es schon sein, dass man da ein bisschen mehr machen muss. Wir lechzen nach Ruhm. Jetzt gehen wir da hoch. Wir müssen jetzt schon mal Aufstellung beziehen, denn den Galgeudel, das alles wegzunehmen, wird eine Nummer für sich werden. Aber vielleicht habe ich ja Glück und die Seekönige der Wikinger zählen irgendwie da gar nicht rein. Ich bin mir nach wie vor sicher, dass es früher nicht die Seekönige der Wikinger waren. Und ich meine, dass irgendwo eine Rebellion war, aber ich glaube, die Rebellion war ausnahmsweise mal nicht meine. Im Krieg glänzen wir. Diese Armee. Ich verstehe nicht, warum die so eine schlechte Versorgungslage hat. Wisst ihr, die sind direkt zu Hause. Und beschweren sich, sie hätten eine beschissene Versorgungslage. Dinge, die ich nicht verstehe. Bauen wir noch das hier aus. Für die öffentliche Ordnung. Auf jeden Fall haben wir diese Armeen bald. Wir machen nicht mehr so viel Geld, aber das ist nicht so schlimm. Kann ich da eigentlich... Ich gehe mal nochmal ganz kurz durch. Hier kann ich das noch weiter ausbauen. Cool. Kirken, Brega. Brega muss ich noch warten, bis ich hier nochmal wieder was ausbaue. Jetzt habe ich so weit runtergedrückt, dass ich hier keine Probleme mehr habe in der öffentlichen Ordnung. Mana. Oh, hier kann ich was bauen. Was will ich denn hier bauen? Wir haben hier eine ganze Menge Kirchen und eine ganze Menge Gehöfte. Plus 80 Kirche. Plus 10% Kirche, mehr Forschung, mehr öffentliche Ordnung in den Provinzen. Machen wir doch das. Warum nicht? Murrah.
Stratklut. Ja, ja, ja. Ah, hier kann ich ein Gebäude ändern. Dann machen wir auch ein Souterrain-Gebäude daraus. Ja, das sind diese ganzen Gebiete, die uns eigentlich nur so partiell gehören jetzt hier noch. Na gut. Erstmal Irland sichern. Die Heimat sichern. Mit den Armeen, die wir dort haben. Und dann sehen wir weiter. Wenn wir jetzt alle normalen Wikinger in Irland weggeprügelt haben. Ich bezweifle, dass das den Sieg gegeben wird. Hier Dubgale. Legitimität zusätzlich landwirtschaftliches Einkommen. Nee, Legitimität zurückhalten. Ich habe 100 Legitimität. Was? Verschleiß? Werden wir gleich sehen. Können wir da was forschen? Hab jetzt hier die Rekrutierung verbessert. Jetzt kann ich. Ach nee, das geht noch gar nicht. Logistik der Speerbande. Ah. Oh, I see. Okay, ich kann es also nur machen, wenn ich die... jetzt habe ich es erst begriffen. Wenn ich jetzt das hier mache, kann ich das ja erforschen. Das heißt, ich habe dann von Anfang an gleich mehr Männer in der Armee drin. Das ist wichtig zu wissen. Mache ich jetzt aber nicht. Was ist denn das hier? Unterhaltskosten, Nahrungsproduktion, Verstärkungsreichweite. Ich mache jetzt mal militärische Unterstützung. Das wird jetzt auch langsam aber sicher wichtig. Wir haben... eine niedrige Loyalität hier. Der Artguss. Wahrscheinlich liegt es mal wieder daran, dass wir 12 Millionen Grundbesitze haben. Ja, natürlich haben wir das. Rosalithar. Ist das ein gieriger Sack, ey. Ich gebe das irgendjemand, genau der, dem da. Dann. Der hat 4. Das ist Imblech. Imblech. Was? Das hier. Imblech Imbar. Der hier hat noch gar nichts. Dann muss ich wahrscheinlich dieses Durim da auch noch irgendjemandem geben. Nas, der, dünn. Hä, Nas? Ich kann noch Nas irgendjemandem geben. Ach, in Nas gibt es nochmal eins. Okay. Ja, dann bekommt der jetzt hier was in Nas. Und jetzt ist alles wieder in Butter. Okidoki. Meine Armee hin. Armee Nummer 1. Oh Gott, ist das weit. Unser aller Feind fällt. Jetzt versuche ich den hier zu schlagen. Aber der wird wegrennen. War so klar. In Position bewegen. War so klar, der traut sich nicht. Der Bösewicht. Ich gehe ihm entgegen. Ist halt wichtig zu wissen, wenn, ob der dann quasi der Entscheidende ist, ne? Wenn das nämlich ist. Wir enttäuschen euch nicht. Dann könnten wir den Sieg schon haben. Bereit und willig. Versuche ihn von der Seite aus abzufangen. Auf den Weg zum Ruhm. Wir kesseln ihn jetzt ein. Total fair mit 3 Fullstack-Armeen. Die Männer wollen endlich loslegen. Aha. Wie sieht es jetzt hier mit der öffentlichen Ordnung aus? Bei 2. Finde ich gut. Das heißt, es geht jetzt auch langsam mal endlich hier runter. Das heißt, ich gehe jetzt hier hoch, denn wie gesagt, wir werden hier auch unglaublich viele Schlachten noch haben, unter Umständen, wenn es ganz dumm läuft. Wie sieht es hier aus? Minus 8. Ach, immer noch minus 8. Warum denn? Besetzung, war klar. Und das sind die anderen Armeen. Wollen loslegen. Jep, das dürfen die auch bald, wenn das so weitergeht. Bewegung jetzt. Die haben eine ganze Menge von diesen Grenzortschaften. Okay, meine Freunde. Wir gucken jetzt mal, was passiert, wenn wir jetzt diese eine Armee schlagen. Das durften wir jetzt ja eigentlich noch hinkriegen. Aber ich bezweifle, dass wir dadurch gewonnen haben, weil die gelten ja immer noch als Wikinger. Errungenschaft freigestellt, alle sicheren Häfen. Was auch immer das bewirkt hat.
Weiß ich gerade einfach nicht. Die Dubgale. Diese Fraktion war mit den Feinden nicht gewachsen und wurde ausgelöscht. Beunruhigende Gerüchte. Die unabhängigen Handelsschiffe, ein unabhängiges Handelsschiff überbringt im königlichen Hof schlechte Neuigkeiten. Hunderte Schiffe mit tausenden Männern haben sich in den Häfen eurer entfernten Nachbarn versammelt. Diese Flotten sind wohl nicht bloß plündernde Streitkräfte, sie könnten vielmehr Teil einer handfesten Invasion sein. Vielleicht hegen sie gar ein Interesse an den Inseln, doch wir müssen auf das Schlimmste vorbereitet sein. Die Auswirkungen dieses Ereignisses werden in späteren Runden zum Tragen kommen. Warum? Warum tut ihr das? Ja, der hat das jetzt hier gemacht. Ja, wir haben jetzt das Problem, ne? Wir haben jetzt, glaube ich, wirklich nur noch einen einzigen. Das ist Gäle. David ist, wie wir wissen, ein Waliser. England brauchen wir nicht gucken. Warum ist Galgeutl ein Wikinger? Wahahahai. Gwent, wissen wir, das ist auch ein Waliser. Kent ist ein Engländer. Hier sind noch Nordmänner. Das sind ganz normale Wikinger. Südsachsen und Saeselwick. Ich will nochmal ganz, ganz kurz gucken, bevor ich jetzt hier irgendwie Fehler mache. Die Invasions- und anschließend die Invasionsflotte der Wikinger. Das ist wahrscheinlich wirklich einfach alle Wikinger auslöschen, ne? Ganz frei übersetzt. Das heißt, ich müsste diese Typen hier schlagen, auf jeden Fall. Nee, Blödsinn. Hier. Oder? Hä? Also irgendwo sind da Wikinger, die ich eigentlich angreifen müsste. Die Männer wollen endlich loslegen. Ich suche sie jetzt halt einfach mal. Für den Ruhm der Gälen. Das Problem ist halt wirklich, glaube ich, dass es eigentlich nahezu mehr oder weniger unmöglich ist. Ich halte das für mehr oder weniger unmöglich, weil es spawnen doch immer wieder auch neue Wikinger. Wie stark ist unser Freund? Machtrang 3. Der stärkste nach England wahrscheinlich. Hat defensive Pakte auch mit England. So ein typischer Putt jetzt eigentlich. Ich weiß nicht jetzt nicht, ob ich mich einfach damit zufrieden geben soll, meine lieben Freunde. Ich denke darüber nach. Falls es eine nächste Folge gibt, werden wir das hier weiter durchziehen. Wenn es keine gibt, habe ich mich damit zufrieden gegeben, denn ihr wisst vielleicht, es gibt jetzt auch das Update von, oder besser den DLC von Total War Warhammer 2 The Queen, The Crown. Das schiebe ich vielleicht zwischen. Wir haben auf jeden Fall im Zweifelsfall einen guten Etappensieg, wir haben so viel erreicht. Und was jetzt kommen würde, das würde sogar noch ein eigenes Let's Play fressen können. In dem Sinne, schreibt mir eure Meinung dazu, ob ihr auch damit zufrieden seid und sagt lieber, nee, jetzt spielen wir lieber nochmal eine Runde Warhammer. Oder sagt ihr quasi, ich hätte das schon sehr, sehr gern bald hier zu Ende gesehen mit dem ultimativen Sieg. Ich meine, er ist sicherlich erreichbar, aber ich weiß nicht, ob es den Aufwand wert ist. Deswegen schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Und damit sage ich, vielleicht bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall, im Zweifelsfall auf meinem Kanal mit einem anderen Let's Play von Total War. Und damit tschüssi und ade.